Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wie man in Destiny 2 den Leviathan-Raid meistert und zwar die königlichen Bäder. Ich zeige am Anfang ganz kurz die Eckpunkte, wie funktioniert was, was müsst ihr überhaupt machen und nachher zeige ich einen Videoausschnitt, wie das Ganze funktioniert, wie wir das gemacht haben, damit man es visuell noch sieht, wie das abläuft. Zuerst aber kurz zu den Eckpunkten. Die Karte ist so aufgebaut, dass wir auf der linken Seite zwei Flächen haben und auf der rechten Seite zwei. Plus in der Mitte noch einmal eins. Die vier Flächen außen, das heißt die links zwei und rechts zwei, die müssen immer von einem Spieler besetzt sein. Dann zieht sich eine Kette hoch. Wenn die Kette dann genug lange hochgezogen wurde, also alle vier, schaltet sich in der Mitte ein Weihrauchkonstrukt frei und da können wir dann draufballern, um Schaden zu machen, wie man dann nachher im Gameplay sehen. Um in den Flächen zu stehen, müsst ihr einen Psionschutz haben, ansonsten kriegt ihr nämlich Schaden, weil wenn ihr in der Flüssigkeit, wir nennen es mal Wasser, steht, kriegt ihr Schaden, das heißt ihr braucht einen Psionschutz. In der mittleren Fläche, das heißt im mittleren Weihrauchkonstrukt, spawnt immer wieder so ein Psion-Buff, mit dem ihr eben keinen Schaden kriegt. Bedeutet im Klartext, wir teilen die Teams auf, haben links zwei, rechts zwei, in der Mitte zwei, die dann immer durchwechseln auf der linken oder halt auf der rechten Seite. Ist jetzt alles etwas kompliziert, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Gameplay an. Ganz normal starten, dann laufen wir in die Mitte, wir teilen uns auf. Eben zwei Spieler gehen nach rechts, beziehungsweise drei Spieler gehen nach rechts, drei Spieler nach links und von den drei Spielern gehen dann immer einer noch in die Mitte. Alle stehen auf die Fläche drauf, ich stehe auf die mittlere Fläche drauf und dann fängt das Ganze an. Jetzt sieht man, ich habe den Buff gekriegt, habe dann Timer drauf, wenn ich auf der Flüssigkeit stehe, geht der runter, wenn ich auf normalem Boden stehe, nicht. Wir machen es immer so, dass beim ersten Mal bei 30 Sekunden Wechsel ist. Das heißt, Zwetschge sagt mir jetzt, okay, 30 Sekunden sind rum, ich hole mir den Buff nochmal kurz, renne runter zu ihm und wir haben hier einen Wechsel, dass die Fläche immer besetzt ist. Jetzt rennt er in die Mitte, holt sich in der Mitte wieder den Buff, weil der spawnt ja immer wieder neu, schnappt sich den und geht dann auf die obere Fläche, das heißt er wechselt einfach. Der von der oberen Fläche, Lachega, rennt dann in die Mitte, weil Zwetschge ja seine Position jetzt hält, kommt dann nachher zu mir und hält meine Position wieder. Ich renne von meiner Position in die Mitte, renne dann wieder auf die obere Fläche und ja, das ist eigentlich die Hexerei, bis dann ein Geräusch erklingt. Die andere Seite macht exakt dasselbe, deswegen teilen wir es in zwei Teams auf, ein Team links und ein Team rechts. Im Grunde genommen ist das die ganze Hexerei, das ist der Ablauf von diesem Part. Es tauchen dann noch ein bisschen stärkere Feinde auf, ich habe da immer einen Raketenwerfer benutzt, fand ich ganz gut. Ihr werdet da die eine oder andere Nahkampfwaffe brauchen, um den wegzuhauen, weil der ist auch recht stark. Dann guckt, dass ihr hier und da noch ein paar Feinde wegholt, damit die euch dann nicht töten, wenn ihr den Buff holt. Das heißt, ihr habt ein bisschen Zeit, es sind der 50 Sekunden Wechsel. Das heißt, ja, etwa bei 10 Sekunden sollte der eine dann auf der Fläche sagen, ich habe nur noch 10 Sekunden und dann kann man hinrennen, kann man wechseln und gut ist. Ist eingerafft, nein, Junge. Shit. Ja, okay. Wenn dieses Geräusch erklingt, also dieses Gong und dann die Musik, dann wissen wir, wir haben eine Phase geschafft. Wir rennen alle in die Mitte, irgendeiner zündet einen Super, haut mal die Feinde weg, man kann auch am besten noch mit den Jägern einen Bogen setzen, das ist sehr, sehr effektiv. Die anderen Spieler stehen in die mittlere Fläche hinein und ballern auf diese Weihrauch, ja, Behälter, sage ich mal. Die müssen nämlich alle zerstört werden, wenn alle zerstört sind, hat man es geschafft. Ich zünde mal den Super, um noch den einen oder anderen Feind wegzuhauen, wenn der dann vorbei ist, stehe ich wieder in der Mitte und mache wieder Schaden auf die Weihrauchbehälter. Und im Grunde genommen ist das der ganze Ablauf. Das heißt, hier möglichst lange möglichst viel Schaden machen, um die wegzuhauen. Wenn ihr natürlich extrem viel Schaden macht, könnt ihr das vielleicht sogar in einer Phase schaffen, aber mit einem tiefen Power Level ist das natürlich schwierig. Zwei, drei Phasen müssen es schon sein und wenn das Power Level sehr, sehr niedrig ist, werden es wahrscheinlich sogar vier Phasen sein. Jetzt sieht man gerade, die Phase ist vorbei, die Weihrauchkonstrukte, die schließen sich wieder, das heißt, sie sind immun, wir teilen uns wieder auf, zwei Spieler rechts, zwei Spieler links, zwei in der Mitte wechseln dann immer durch. Und dann läuft es eigentlich wieder genauso, wie ich es am Anfang erklärt habe. Und das ist die ganze Hexerei. Das Ganze macht man so lange, bis man alle Weihrauchteile zerstört hat und dann hat man diese Phase eigentlich geschafft. Relativ simpel, wenn man weiß, wie es geht. Gut, dann hoffe ich, dass das verständlich war. Lasst gerne ein Like da. Wenn es verständlich war, wenn der Guide so gut ist, würde ich mich sehr über ein Feedback als Kommentar kurz freuen, wenn ihr sagt, doch, hat gut funktioniert, ich weiß jetzt exakt, was ich machen muss. Vielen lieben Dank. Damit ich weiß, dass ich die Guides in diesem Format so weitermachen kann für die nächsten Abschnitte.
Gut, dann, wenn ihr noch nicht Teil dieser Community seid, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, denn ich werde aktuell sehr, sehr viele Videos zu Destiny 2 weiterhin produzieren. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, lasst eben ein Abo da. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg im Raid.